Das können die anderen, wenn die auch im Zimmer sind, natürlich auch machen. Ja, ich möchte eh nichts Etikettenmäßiges tun. Sorry, wofür würfeln wir Etikette? Das wirst du dann sehen. Also Aber Armini erkennt es zumindest. ich gebe dir trotzdem natürlich die Probe. Ja, sie ist für euch alle erschwert um 5 Punkte, weil das schon sehr, Moment. sehr abgehoben ist. Oh, Ich habe dann fehlen mir 5 Punkte. Kulturkunde Horas rein. Ist das so? Dann hast du es nicht Ja. erschwert. Okay, aber es ärgert mich jetzt natürlich. Ja, und ich schaff's sogar. Gut, alles klar. Abelmir erkennt es. Zulamin auch mit der Erschwernis. Serpentilio nicht. Mir ist das doch egal. Ihr erkennt neben dem Bett einen Wäscheschacht. Da könntet ihr eure dreckige Kleidung einfach reinschmeißen und die wird dann automatisch gereinigt irgendwo im Keller. Als Horasier habe ich natürlich Kulturkunde hoher Recht. Das Ja, gehört sich selbstverständlich. einfach. Für dich ist es nicht erschwert. Bist du wahnsinnig? Das ist Alan von der Seide. Einen Scheiß kriegen die in ihre Finger. Die machen das sowieso noch Die kaputt. hast du nicht mal selbst bezahlt, die hat Zulamini bezahlt. Ganz richtig, das macht's schlimmer statt besser. Ich würde dann trotzdem meine Kleidung, dann natürlich meine abgelegte Kleidung in diesen Kleiderschacht befördern. Muss man wahrscheinlich so einen kleinen Zettel hinzufügen, Twins ist. Und ja. Also den Zettel nehmen, der daneben liegt, in dem Kleiderschacht, Ja. den ausfüllen und darauf legen oder Super. reinlegen. Ausgezeichnet. Und während ihr es euch gut gehen lasst, auch eigenen Teppich, den ihr in eurem Hotelzimmer habt, stehen 3 andere Menschen in Koronia am Hafen. Der Regen hat sich mittlerweile in Schnee gewandelt und peitscht euch ins Gesicht. Es ist kalt. Ihr könnt die wenigen Schiffe erkennen, die dort vor Anker liegen und noch viel mehr, die gerade den Jaquir befahren. Und ja, Hippolyta schaut euch herausfordernd an. Also gut. Was haltet ihr von einem kleinen Wettschwimmen durch den Hafen? Vielleicht zum Leuchtturm dort drüben oder ich weiß nicht, da drüben. Das sieht aus wie entweder eine Söldnertaverne oder wie eine Kaserne. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, eine herausragende Idee. Diamantis. Du kommst mir ja gar nicht wie so eine hochtrabende oder eitle Magierin rüber. Deine Ideen werden immer besser. So, und der Letzte, der da ist, der zahlt die erste Runde. So. Und Diese Worten. wer durch die Kälte ein C verliert, der hat verloren. Auch gut, das sind dann 2 Runden. Mit diesen Worten würde Rafim anfangen zu sprinten und in den Hafen springen. Okay, Selbstbeherrschungsprobe plus 10. Aua. Mit voller Kleidung, warum auch nicht? Hippolyta muss das auch Also, da kann würfeln. man schon Märtyrersegen Oh vorballern, oder? Gott, Hippolyta gibt einen Schicksalspunkt aus und würfelt die Probe nochmal. Es wird nicht besser. Das ist gut, wenn ich jetzt nachher versuche, sie zu ermorden, hat sie keinen mehr. Doch, sie kann ihn verbrennen. Ich gebe meinen Schicksalspunkt ebenfalls aus. Ich kann damit jetzt eigentlich. Sehr gut. Sind die gleich Ich alle habe für weg? die 20 neu. Diese 2 Minuten Hirnschwimmen Und im Hafen, ne? damit ist das geschafft. Du hast es geschafft? Okay, ja, dann dürft ihr eure Schwimmprobe machen. Hippolyta springt kopfüber rein, so einen richtigen Seemannskörper, wie man ihn in Festum kennt. Und sie ist die Kälte schon gewöhnt, aber wenn sie nach oben kommt, könnt ihr auch sehen, wie sie nicht direkt losschwimmt, sondern erstmal laut ausstößt, sondern etwas, ah! Und dann langsam mit kalten Fingern. Also sie schwimmt, aber es dauert sehr, sehr lange. Was die Kälte natürlich auch nicht besser macht. Ja, ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich würde einfach mal sagen, wir machen noch mal 2 weitere Proben. Diamantis hat 13 Punkte. Ach nee, warte. Diamantis hat 12 Punkte gesammelt. Rafim hat 11 Punkte. Schauen wir mal, wer nach 3 Proben als erstes am Leuchtturm ankommt. Einmal So. 11 und einmal 7. Den ich bin bei 22 in der zweiten Probe. Ja, ich bin bei 29. Und nach der dritten bin ich bei 31. Dann hast du knapp gewonnen, Diamantis. Und ich würfel auch mal gerade die Proben für Hippolyta. Sie ist halt gut. Das ist. Sie würfelt halt gerade nicht gut, ne? Das ist halt schwierig. Oh ja, sie wird ungefähr nach 5 Minuten, nachdem ihr dann eingetroffen seid, wird dann Hippolyta auch aufschlagen. Aber sie hat es geschafft. Ja, bei euch ist es natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis ihr dann irgendwo auf einer der Inseln anschlagt, ein kleiner Steg, noch ein Ruderboot. Der Ruderer guckt euch empört an. Er hat auch so einen Schirm über sein eigenes,
Bötchen gespannt, sodass er dann trotz des Windes nicht von dem Regen und dem Schnee getroffen wird. Und murmelt da wohl irgendwas auf so einem horasischen Dialekt. Und dann könnt ihr euch nach oben ziehen und steht dann auf diesem kleinen Felsen an der Jakvir-Mündung. Zahlreiche weitere Schiffe, die dann wohl auch neben euch vom Meer der sieben Winde hereingekommen sind. Musstet denen auch wohl ein bisschen ausweichen, irgendwie abtauchen, damit ihr dann nicht von dem Rumpf zermahlen werdet, wenn sie dann über euch hinüberfahren, die doch gar nicht mit euch rechnen, ne? Und dann steht ihr mit nasser Kleidung vor dem hohen Leuchtturm. Oh, scheiße, ist das kalt. Ich würde meinen Helm abnehmen und das kalte Wasser Diamantes in den Rücken gießen. es kann ja sowieso nicht noch schlimmer werden. Aber wie es aussieht, geht die erste Runde wohl auf sie. Ja. Naja, vielleicht auch zweimal gucken, vielleicht verliert sie noch ein Zeh. Ihr könnt sehen, wie dann wohl irgendwie der Leuchtturm selber hat eine Bastion, die ihn umgibt. Und ihr seht dann wohl, wie sich Geschütze ausrichten, ist wohl schwer befestigt. Ihr könnt dann auch sehen, wie irgendwie Zivilisten da oben stehen, teilweise auch Festungsbesatzungen, die dann so einen roten Hut haben. Es ist so ein kupferner, bronzierter Helm mit einem roten Schweif oben drauf aus Pferdehaar. Und sie rufen euch irgendwas herunter, was ihr durch den ganzen Wind auch wohl kaum verstehen könnt. Ja, guck mal, Rafim, wir werden begrüßt. Sie richten sogar die Geschütze auf uns aus. Naja, ich weiß, ich halt mehr Pfeile aus als du, also ich würde es drauf ankommen lassen. Ich will nicht unter dir stehen. Buongiorno, Signore! Ja, ich würde mal meinen Arm hochnehmen und weit winken und dann versuchen, tatsächlich auf Attack Taverne zu symbolisieren und das Wo zu fragen. Vietato! Ich verstehe die Bastarde nicht, ich bin ganz ehrlich. Ich habe auch keine Ahnung, was sie gesagt haben, aber nur mal so ein Schnapsgedanke. Vietato! Was hältst du davon, diese kleine Insel hier im Namen des Alanfanischen Imperiums einzunehmen? Und so begann der Krieg. Also, wenn sie gut Feuerbälle schmeißen kann, denke ich, dass wir ganz gute Chancen haben. Aber erstmal müssen wir uns irgendwann ein Bier organisieren. Ich habe Voltax auch eins versprochen, aber mit dem schwimme ich nicht da wieder rüber. Wo genau sind wir hier? Im Romushafen auf der anderen Seite oder sind wir auf dieser kleinen Insel Basu? Achso, da sind wir. Okay, ich dachte, wir sind hier rüber geschwommen. Stehen vor der Festung. Nee, ihr seid direkt vor der schweren Festung. Der Leuchtturm ragt nach oben. Die sind alles auf euch ausgerichtet. Ihr könnt dann sehen, wie dann auch wohl dieses Tor aufgeschoben wird und dann ein Zehnertrupp mit diesen Kupfer- oder Bronzehelm mit dem roten Pferde auf euch rauskommt. Die haben wohl Speere in der Hand und kommen dann auf euch zu. Währenddessen könnt ihr sehen, wie Hippolyta wohl ebenso anschlägt und sich dann aus dem an der Holzstiege nach oben zieht. Ist mir kalt. Ja, aber ihr, also das kalte Wasser hat euch überrascht, aber eure Schwimmzüge waren gut. Ich war noch etwas überrascht, doch von der Kälte. Also gut, aber hier finden wir keine Taverne, richtig? Nee, ich denke, wir sollten noch mal weiter schwimmen. Aber schließlich ist das hier eine Festung. Ich kenne keine anständige Festung, wo die nichts zu trinken haben. Vietato Faro! Da mal sprecht ihr diesen komischen Dialekt, den die da die ganze Zeit faseln. Nee. Ich auch nicht. Faro Vietato! Warum können die nicht einfach Brawaki lernen? Wie jeder anständige Mensch auch. Va! Ja, was? Nuotare! Faro Vietato! Ich würde einfach aus Protest jetzt anfangen, auf Zulamakra zurückzubrüllen. Sie halten die Speere in eure Richtung. Und einer von diesen Rotbüscheln schaut dann so ein bisschen zu eurer Magierin. Rohaya! Wa! Sie schüttelt nur mit dem Kopf. Nix, Rohaya. Aber wir gehen schon. Ich glaube, wir sollten gehen. Wir sind hier so in was wie ein Sperrgebiet gegangen. Wir sollten hier keinen diplomatischen Konflikt heraufbeschwören. Ja, wisst ihr, wer da aus euch spricht? Na? Diese alte Frau. Der echte Abenteurer würde sagen, wenn wir da jetzt einen Feuerball reinschmeißen,
Dann machen Diamantis und ich den Rest. Sie scheint zu nicken. Flimflam Funkel. Ich verarsche euch nur. Und während du das sagst, kannst du sehen, so mit ein bisschen Unglauben in den Augen, wie sie aus ihrer Handoberfläche einen Lichtball erzeugt. Die Wachen weichen so ein bisschen Schritt zurück. Oh, ihr seid mir so sympathisch. Wir werden hier... Komm, wir gehen in eine Taverne und verarschen Leute. Das wird witzig. Scheiße, ich dachte hier wirklich, wir fangen den Krieg an. Magia vegetatio! Wa! Sie fuchteln wieder mit den Speeren rum und weichen einen halben Schritt zurück. Hypolita fuchtelt so ein bisschen mit ihrer Handoberfläche rum und dieser Lichtball, diese Kugel, schwenkt dann eben so ein bisschen hin und her. Da drüben, auf der Insel hier, in der Richtung hier, die kleine längliche Insel, da sieht es aus, als würde es Wohnhäuser geben. Vielleicht auch eine Taverne. Schwimmen wir da drüben hin. Machen wir das. Ich würde noch einmal salutieren und dann wieder ins Wasser springen. Vietato! Faro Vietato! Ja, und dann springt Hippolyta ebenso hinein. Und ihr könnt wieder von den eiskalten Fluten umarmt werden. Ihr wollt jetzt nach Bachsut schwimmen, ja? Ja, warum nicht? Alles klar. Ja, ihr könnt schon sehen, wenn ihr dann dort stand, kurz die Schenke Meerschaum. Wohliger, warmer Rauch, der wohl von dort ausgeht. Und je näher ihr kommt, wenn ihr euch dann irgendwann an Bachsut nach oben zieht, keine Wachen, die ihr erkennen könnt, nur ein paar Hafenarbeiter, die euch dann nur kopfschüttelnd empfangen, aber auch nichts weiter sagen, weisen euch dann wohl Richtung der nächsten Taverne, wo ihr dann in die Schenke Meerschaum eintreten könnt. Wo ihr dann neben Arbeitern, neben Fischern, die dort Lebensmittel vom Festland verkauft haben, als Fremde hier auf eine Wand des Schweigens trifft, aber ihr bekommt zumindest Bier und warme Kleidung wird euch nicht gereicht, aber es gibt einen rauchigen Kamin, in den ihr euch setzen könnt. Und ihr werdet danach wohl etwas nach Fisch riechen. Ohne dass wir fragen, sobald wir uns da am Hafen hochziehen, deuten direkt die Leute Kopfschütteln Richtung Taverne. Genau das. Ich würde, sobald wir reinkommen, zwei Dukaten in der Hand nehmen, auf den Wirt zu marschieren, auf den Tisch knallen und sagen, mach den Laden hier besoffen. Die Sprache versteht er, streicht die zwei Dukaten ein und ist dann den ganzen Abend damit beschäftigt, Bier auszuschenken. Also Freibier für alles und jeden heute Abend, weil damit kannst du erstmal ein paar Bier bezahlen. Die Fischer nicken dir dankbar zu und trotz des Schweigens eben fangen sie dann doch wieder an mit ihrer eigenen plappernden harmonischen Stimme. Ich ziehe mich bis auf die Unterkleidung aus und hänge meine nassen Klamotten einfach über den Kamin. Ja, die machen euch dann auch Platz, sodass ihr dann... Also die Kleidung wird auf alle Fälle sehr rauchig sein, wenn sie dann irgendwann wieder abgenommen wird, aber trocken, höchstwahrscheinlich irgendwann. Ist es aber... Also die Stimmung lässt das dann zu, ne? Jetzt, wenn man zwei Dukaten spendiert hat, viel Bier, mehr würdet ihr auch nicht bekommen, also Wein oder so etwas bekommt ihr dann hier nicht, aber... es schmeckt dann doch gut. Ja, und so könnt ihr euch dann mit Hippolyta über die Abenteuer unterhalten. Sie hört euch selbstverständlich zu und stellt dann irgendwann die Frage. Sagt einmal, sollte man sich für eine Magierakademie bzw. eine Gilde entscheiden müssen? Welche der drei Gilden würdet ihr nehmen? Oh, eine spannende Frage. Kommt drauf an, was ihr machen wollt, würde ich sagen. Vor allem möchte ich erst einmal meine Ruhe haben, aber mir wurde dazu geraten, dass ich eine der Gilden und auch eine der Akademien nehmen soll. Also, sag mal was. Ich weiß nicht wirklich viel über die Gilden, aber schwarz finde ich schon um einiges kleidsamer als dieses Grau oder Weiß. Also es ist eine modische Entscheidung, die ihr immer raten würdet? Also ich kann euch sagen, mein guter Freund Abel mir, der ist zwar ein bisschen rauhäutig, riecht nicht so besonders, hat den Charme eines toten Steins. Naja, wirklich intelligent ist er jetzt auch nicht, aber er hat schon was und die Weißen haben den rausgeschmissen, also würde ich nicht dahin gehen. Okay. Also, ich würde sagen... Vor allem weiß auch immer so schnell dreckig. Ja, und ihr müsst auch überlegen, also...
Ich habe auch irgendwie so ein Regelbuch ab. Mir wirft das ab und zu nach mir, wenn ich wieder was Gemeines sage. Wie hieß das nochmal? Codex irgendwas. Codex Albyricus. Der ist mir natürlich ein Begriff. Ja, tut weh, wenn man den gegen den Kopf bekommt. Also, den würde ich nicht nehmen. Der ist blöd. Ich weiß nicht. Dürft ihr das selber aussuchen oder ist eure komische Großmutter-Oberhexe da auch mit verantwortlich? Nee, nee, das darf ich mir schon selber aussuchen. Oh. Also, sie selber sagte, dass Punin und die Graue Akademie wohl etwas für mich wäre, die Graue Gilde. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe das Gefühl, dass das alles... Ich müsste einmal mit dieser Prüscher sprechen, die soll wohl mehr wissen. Naja, also, wenn ihr mir den Eindruck zugestehen wollt, ihr solltet irgendwo hingehen, wo keine Sau eure Schwester kennt. Das würde ich machen. Also keine mittelreichische Akademie. Nein, ich glaube, viel halt weiter noch. Viel weiter. Entweder ihr geht nach Torwall, aber da wollt ihr nicht hin, weil da ist Torwall. Oder geht ihr in den Süden und da ist es schön, da kommen wir nämlich her. Ja, Al-Anfa also. Die sind ja auch da. Ja. Also ich weiß zumindest, dass dieser kleine Zwerg, Saldor Foslarin aus Gareth, der spricht nicht nur für die Weiße Gilde, sondern auch für die Schwert und Stab. Und der möchte nicht nur, dass ich nach Gareth gehe, sondern auch, dass ich unbedingt in die Weiße Gilde komme, weil ich in der Grauen oder in der Schwarzen dann für sie verloren wäre. Aber das ist die Begründung von quasi jedem, der mich haben möchte. So als wäre ich eine Art Held, so wie ihr, als ob ich Rastasor besiegt hätte oder Galotta oder Xera. Naja, aber all meine Heldentaten liegen noch vor mir. Ja, aber wenn ihr mitkommen wollt, wir bringen bestimmt noch ein paar Teilchen um. Naja, aber ihr habt ja keine eigene Akademie, nicht wahr? Naja, wir haben Abelmir. So viel schlechter ist der auch nicht. Und Boltax kann dir auch was zeigen, der weiß auch, wie man zaubert. Und dann haben wir noch ein paar andere Magier und Hexer und was sie halt so auf dem Schiff rumtreibt, ne? Ich werde einfach mal melden. Ich werde einfach mal Melvin fragen, der ist zwar eigentlich für meine Schwester zuständig, aber vielleicht kann er einige gute Worte für Abelmir finden als privaten Lehrmeister. Ja, das ist doch mein Vorschlag. Und dann scheißt ihr auf einmal das, was Abelmir sagt und ich zeige euch, wie man richtig mit dem Schwert kämpft. Das klingt zumindest gut. So würde ich die Entscheidung auch treffen. Einfach mit den Leuten unterhalten und falls du dich nicht für unser Schiff entscheiden willst, dann gehst du mal zu ein paar dieser Akademien hin, sprichst mit den Leuten und wenn dir jemand sympathisch ist, dann weißt du wenigstens, wo du dass du in den nächsten Jahren hier in passabler Gesellschaft bist. Wisst ihr, ich habe fast die Vermutung, dass diese ganzen Spektabilitäten nicht wegen dem, Konvent ist es ja nicht, aber wegen der Einbestellung von Abelmir hier sind, sondern vielmehr, weil ich hier bin. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich glaube, sie wollen sich allesamt viel mehr um mich bemühen, als um das, was Abelmir machen möchte. Naja, ich bin ehrlich, das, was Abelmir machen möchte, ist in der Regel auch ziemlich langweilig. Die meisten davon sind Männer, also wahrscheinlich sind sie auch wegen Zulamin hier. Stimmt. Das kann ich nicht sagen. Also hübsch ist sie, ja. Da habt ihr recht. Vielleicht will auch jemand um eure Hand anhalten. Ich glaube nicht, dass sie sich für mich als Person interessieren, sondern vielmehr um das, was ich verkörpere. Ich bin immer okay. Die Schwester. Ich werde immer die Schwester bleiben und das stört mich einfach so massiv. Ja, dann kommt mit auf unser Schiff, ich gebe dir einen neuen Namen. Oder beteilst deinen alten, die sind alle viel zu dämlich, um dich zu kennen. Tja. Unsere Soldaten sind die schwarzen Köche vom Dohmirach. Glaubt ihr, die wissen, wie ihr aussieht? Das weiß ich nicht. Die Jungs sind froh, wenn die sich die Schuhe zubinden können. Ich bin mal gespannt, was das Konvent so bringt. Ja, jetzt lass uns erstmal was trinken. Eine sehr gute Idee. Das Bier schmeckt hier auch nur ein bisschen wie Pisse. Derweil? Ihr seid selbstverständlich gewaschen, rasiert, wenn ihr dann möchtet. Eure Kleidung wurde wieder getrocknet. Boltax. Ja, ich würde mich gerne, ich habe mir ja die Premium Lounge gegönnt. Für 10 Dukaten. Also, ja, ich meine,
Zulamin ist verschwendungssüchtig, also sie wird es schon zahlen. Ich würde gerne meinen kleinen Holzkoffer, den ich ja dabei habe, aufmachen, meinen warmen Mantel da raus tun. Dann würde ich gerne die zwei Flaschen Stollen Nummer 5 hervorholen, mich erstmal schön einparfümieren, dass ich auch für den folgenden Konvent gut rieche und mir dann den bequemen Bademantel anziehen, der ja hier hängt. Ich weiß, der schlappt dann natürlich ziemlich weit hinter mir her, aber das ist mir egal. Ich mache es mir rundum bequem in diesem Hotelzimmer. Ja, und dann, der hängt dieses Mal auch nicht über der Tür, der hängt über einem Kamin, sodass er vorgewärmt ist. Ah, oh, das ist ja optimal. Und dann würde ich ganz gerne diese kleine Klingel drücken, die es ja wahrscheinlich gibt, um den Kammerdiener oder so zu rufen und dann erstmal eine große Ladung Gebäck bestellen. Denn der Kutscher hatte ja gemeint, hier gäbe es das. Bonjour. Bonjour, Monsieur. Wie heißt du? Mein Name ist Jacques. Aber ihr könnt mich nennen, wie ihr mögt. Oh, Jacques, das ist gut. Jacques, je veux acheter un petit peu de sucre. Ich würde gerne ein paar oui, Monsieur. Süße Köstlichkeiten haben. Einen Augenblick, Monsieur. Er geht einmal kurz in eine kleine Kammer. Irgendwo auf dem Flur kommt er wieder zurück und gibt dir dann eine große Karte, beschriftet, einige kleine Bildchen, die da wohl noch nebengemalt sind, mit sämtlichen Leckereien von A bis Z sortiert. Preise stehen selbstverständlich nicht daneben, aber die Bilder sehen sehr schmackhaft aus. Ja, ich würde mich dann mal durch die Karte probieren. Also ich würde ein bisschen von allem bestellen. Oui, Monsieur. Das können wir einrichten. Sehr gut. Zehn Minuten. Ja, und ihr dürft gerne auch meine anderen Begleiter informieren, dass sie sich in 15 Minuten hier in meinem Zimmer einfinden dürfen. Oui, Monsieur, das werde ich ausrichten. Très bien. Adieu, Jacques. Und wenn ich noch etwas habe, werde ich nach dir schicken lassen. Oui, Monsieur. Sehr großzügig. Und damit geht er wieder nach draußen, informiert selbstverständlich durch ein leises Klopfen, was dann etwas lauter wird, die anderen Mithelden. Und pünktlich 10 Minuten, nachdem er bei euch war, kann die anderen sitzen höchstwahrscheinlich schon gespannt, voller Vorfreude in dem großen Zimmer von Boltax. Kommt er dann mit einem silbernen Wagen, der ist tatsächlich nicht versilbert, sondern er besteht aus Silber, mit Rollen, die so ein bisschen leise über den Flur klickern, kommt er dann an. Auf dem silbernen Wagen, große Bleche abgedeckt, auch selbstverständlich alles. Und zieht dann, nachdem er dann angehalten hat vor dem Bett, vor dem großen Tisch, an dem ihr dann auch alle sitzen könnt, zieht er dann diese einzelnen Bleche ab und könnt dann da die schmackhaften Torten erkennen, irgendwelche Keksgebäckstücke, irgendwelche eingebackenen Sahnestückchen, alles irgendwie verziert mit Schokolade. Und ein zweiter Diener kommt gerade heran, bringt dann wohl ein weiteres, ein merkwürdiges Gebilde, wohl auch aus Silber bestehend, was er an einem kleinen Haken annimmt. Sieht aus wie so eine kleine Springfontäne, allerdings sprengt da wohl kein Wasser, sondern er stellt sie dann vor euch auf den Tisch, braun, es riecht süßlich, Abelmehl erkennt es selbstverständlich als Schokolade. Und daneben dann aufgeschnitten Früchte, Erdbeeren, Bananen, Orangen, Äpfel oder so etwas, die dann allesamt in kleine Stückchen geschnitten sind und Spieße. Und dann habt ihr einen eigenen kleinen Schokoladenbrunnen, der dann vor euch durch magische Hände warm sprudelnd steht. Merci, Jacques. Adieu. Très bien. Ich hoffe, es schmeckt. Oh, da bin ich sicher. Nun, Abemir, Sulamin, Serpentilio, ich kann euch nur empfehlen, diese kleinen Parfaits dort vorne, Macarons heißen die, köstlich. Die habe ich damals in Belhanka sehr gerne gegessen. Dann lassen wir uns nicht aufhalten, oder? Ich sehe, ihr kennt euch aus. Natürlich, ich kann euch allen noch einiges beibringen, wenn es um das Horasreich geht. Ich nehme euch gerne an die Hand. So. Ich habe derweil noch einen Abstecher nach unten gemacht und unsere übrigen Begleiter angekündigt. Ich denke, sie sollten den Weg hierher finden.
Hoffen wir, dass sie noch ein Zimmer bekommen, aber ich denke, das wird sich einrichten lassen. Oh, wie gesagt, ich habe für sie reserviert. Ich hoffe nur, dass sie in der Zwischenzeit nichts Dummes anstellen. Ausgezeichnet. Ach, diese Kekse. Nicht so gut wie in Garret bei unserer guten Haushälterin, aber verträglich. Reicht mir doch einmal die Erdbeeren. Hier, bitte. Danke.